So, im sechsten Teil dieser Serie werden wir jetzt die beiden theoretischen Inputs aus Teil 4 und Teil 5 verwenden, um jetzt eben Gleichungen höheren Grades lösen zu können. Zur Erinnerung, im vorigen Video haben wir uns angeschaut den Satz zum Abspalten von Linearfaktoren. Das heißt, wir haben gesagt, wenn f ein Polynom vom Grad n ist, und C eine Lösung der Gleichung, wenn ich dieses Polynom 0 setze, also mit anderen Worten eine Nullstelle der Funktion f ist, dann kann ich f von x anschreiben als Produkt aus x minus der Lösung, also ein Linearfaktor, mal einem Restpolynom. Also ich spalte den Linearfaktor der ersten Lösung ab und dieses Restpolynom g von x ist dann einen Grad niedriger als das gegebene Polynom f. Und das ist ganz praktisch, weil ich dadurch den Grad meiner Gleichung immer um eines weniger, also um eines niedriger machen kann, bis ich dann irgendwann so weit komme, dass ich zum Beispiel bei dem Restpolynom g bei einem quadratischen Polynom lande, also vom Grad 2, was ich dann mit einer Lösungsformel lösen kann. Und dazu muss ich jetzt eben irgendwie dieses Restpolynom g finden. Wenn ich die Lösung c kenne, dann kann ich g von x ganz einfach finden, indem ich einfach diesen Teil x minus c auf die andere Seite nach links dividiere. Das heißt, f von x dividiert durch x minus c ergibt mir das Restpolynom g. Dazu muss ich natürlich mal diese Lösung c kennen, nur dann kann ich diese Polynomdivision durchführen, um das Restpolynom g zu finden. Und das schauen wir uns jetzt anhand eines Beispiels an. Also, wir haben gegeben eine Gleichung dritten Grades, x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 13x plus 10 ist gleich 0. Die einfachsten Lösungsstrategien sind nach wie vor noch Lösen durch Herausheben. Das heißt, ich schaue mir die Gleichung mal an, kann ich hier herausheben? Nein, kann ich nicht, weil ich habe plus 10, da steckt kein x drin, also herausheben ist schon mal ein Storno. Zweiter Punkt, kann ich vielleicht substituieren? Nein, kann ich nicht. Substituieren könnte ich ja nur, wenn ich hätte beispielsweise x hoch 6 plus 3x hoch 3 plus 10 ist gleich 0. Ja, also das funktioniert da schon mal gar nicht, das Substituieren. Und dadurch, dass diese beiden Varianten nicht funktionieren, muss ich automatisch zu der Variante wechseln, die wir uns jetzt anschauen, eben durch das Abspalten von Linearfaktoren. Der erste Schritt ist jetzt da, ich muss einmal diese Lösung klein c finden, damit ich dann eben diese Division, diese Polynomdivision machen kann. Das c finde ich durch Probieren, aber ich probiere jetzt nicht irgendwie blind, sondern es gibt da schon einen Trick, und zwar, sofern c eine ganzzahlige Lösung dieser Gleichung da oben ist, muss c ein Teiler von der letzten, von der Zahl hinten, von der Konstanten sein. Das heißt, ich überlege mir, welche Zahlen teilen den Zehner? Den Zehner teilen plus minus 1, also auch immer mit der negativen Variante, weil ich kann 10 dividiert durch 1 rechnen ohne Rest. 10 durch 1 ist 1, 10 durch 1 ist 10. Ich kann 10 dividieren durch 2. Durch plus minus 2 funktioniert perfekt. Ich kann auch 10 durch 5 dividieren und ich kann 10 durch 10 dividieren. Und damit bin ich eh schon am Ende. Ja, also das Maximum ist immer die Zahl selbst. Das heißt, theoretisch habe ich hier diese 8 möglichen Lösungen, die ich jetzt einfach nach der Reihe durchprobieren werde, ob das eine Lösung der Gleichung ist. Ich beginne natürlich mal mit plus 1, dann nehme ich minus 1, dann nehme ich plus 2, dann nehme ich minus 2 und so würde ich von klein nach groß mich durchprobieren. Gut, also unser Polynom f ist jetzt einfach hier die linke Seite der Gleichung, also das x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 13x plus 10. Und ich probiere jetzt aus, ob plus 1 eine Lösung ist. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier für x1 einsetze, muss 0 rauskommen, dann wäre 1 eine Lösung der Gleichung. Probieren wir das aus. Also f von 1. Ich setze den 1er ein. Dann habe ich 1 hoch 3 plus 2 mal 1 Quadrat minus 13 mal 1 plus 10, also fürs x einfach einsetzen. Wenn ich das dann noch vereinfache, komme ich zu 1 plus 2 minus 13 plus 10 ist gleich 0. Und das stimmt, ja, weil 1 und 2 ist 3, minus 13 ist minus 10, plus 10 ist 0. Damit habe ich bereits beim allerersten Versuch eine Lösung gefunden. Diese Lösung ist 1. Also c ist gleich 1. Unsere eine Lösung, die wir jetzt haben. Und jetzt kann ich dieses Restpolynom eben ermitteln, indem ich dieses c ist gleich 1 verwende. Also wir wissen ja, das haben wir uns gerade vorher angeschaut, f von x durch x minus c, also durch den ersten Linearfaktor dividiert, ergibt mir das Restpolynom. Also f von x dividiert durch x minus 1, also ich setze den Einsatz fürs c ein und dann erhalte ich dieses g von x.
Soweit, so gut. Also erster Schritt ist eine Lösung finden, durchprobieren, wobei man das da oben mit dem Teiler mit berücksichtigt, dann tut man sich viel leichter. Und jetzt muss ich eben diese Polynomdivision durchführen, weil so heißt das nämlich. Warum Polynomdivision? Sehen wir hier, ich dividiere dieses Polynom durch dieses Polynom und erhalte jetzt da dann das Restpolynom g. Und das machen wir jetzt da. Wir wissen auch bereits, dass dieses Restpolynom g vom Grad 2 sein wird. Warum? Weil das hier vom Grad 3 ist. Ich dividiere das durch den Grad 1 und übrig bleibt mir ein Polynom vom Grad 2. Und das ist praktisch, weil Grad 2, da weiß ich, da könnte ich dann zum Schluss die quadratische Lösungsformel anwenden. Gut, also legen wir los. Wir dividieren jetzt da dieses Polynom durch x minus 1. Das haben wir eigentlich, also nicht mit mir, aber in der Unterstufe habt ihr das eigentlich bereits gelernt, das Stoff der vierten Klasse. Wir wiederholen so, als ob ihr das noch nie gemacht hättet. Bei der Polynomdivision ist mal ganz wichtig, dass sowohl dieses Polynom als auch dieses Polynom vom Grad her absteigend sortiert ist. Das ist es hier automatisch, das heißt x hoch 3, x², x und dann die Konstante und auch hier x minus 1. Und dann dividiert man immer die führende Position des linken Polynoms durch die führende Position des rechten Polynoms vom Dividierzeichen. Also x hoch 3 dividiert durch x ist x². Das schreiben wir hin. Und jetzt muss ich diesen Teil, den ich da rausdividiert habe, vom bestehenden Polynom abziehen. Wir wissen ja, die Division ist ja die Verkürzung der Subtraktion. Das heißt, ich muss jetzt da das wegsubtrahieren, damit nur mal der Teil übrig bleibt, wenn ich das x² rausdividiert habe. Das heißt, ich multipliziere jetzt da rein. X² mal x ist x hoch 3, schreibe ich hier an der richtigen Position, dass das zum Grad dazu passt, darunter. X² mal minus 1 ist minus x², schreibe ich auch passend unter der Position für den x² drunter hin. Dann macht man einen Strich drunter. Und jetzt ist den Teil habe ich jetzt bereits von dem Polynom rausdividiert, weil ich ja bereits einmal durch x minus 1 dividiert habe. Und jetzt muss ich diesen Teil wegsubtrahieren. Wenn ich diesen Teil wegsubtrahieren möchte, dann muss ich jetzt die Vorzeichen wechseln. Ja, ich stelle mir so vor, ich setze da ein Minus davor hin, vor einer Klammer. Dann kann ich das wegsubtrahieren und deswegen ändern sich hier einfach die Rechenzeichen. Ja, aus dem plus x hoch 3 wird ein minus x hoch 3 und aus dem minus x Quadrat wird ein plus x Quadrat. Und jetzt da addiere ich und schaue, was übrig bleibt. Die führende Stelle muss ich immer rausstreichen. X hoch 3 minus x hoch 3 ist 0, der Teil fällt weg. 2x² plus x² ist 3x². Und die restlichen Teile, die ich noch gar nicht berührt habe, schreibe ich einfach drunter dazu. So, jetzt habe ich einen Divisionsdurchgang durchgeführt und jetzt startet der ganze Prozess einfach wieder von vorn. Ich dividiere, das ist jetzt mein Rest, wieder die führende Position durch das x durch diese führende Position. 3x² durch x ist 3x plus 3x. Ja, das ist positiv, also plus 3x. Jetzt multipliziere ich wieder. 3x mal x sind 3x², richtig drunter schreiben. 3x mal minus 1 ist minus 3x, richtig drunter schreiben. Strich drunter, Vorzeichen wechseln, da wird minus, da wird plus. Und jetzt hier addieren. 3x² minus 3x² fällt weg. Minus 13x plus 3x sind minus 10x und den 10er einfach abschreiben. Damit ist auch dieser Durchgang wieder beendet. Wir gehen in den letzten Durchgang. Erkenne ich bereits, weil das nur mal x ist und das x ist. Das heißt, das ist der letzte Durchgang. Minus 10x durch x muss ich dividieren, wieder die führenden Positionen. Das ergibt mir, Achtung, das ist ein Minus, das ist ein Plus, Minus durch Plus ist Minus, also minus 10, weil das x kürzt sich beim Dividieren ja weg. Minus 10. Jetzt multiplizieren wir wieder. Minus 10 mal x sind minus 10x, richtig drunter schreiben. Minus 10 mal minus 1 ist plus 10, richtig drunter schreiben. Strich drunter, Vorzeichen wechseln, das heißt hier wird ein Plus, hier wird ein Minus. Wir addieren, minus 10x plus 10x ist 0, 10 minus 10 ist 0, also habe ich 0 Rest. Und was ich jetzt hier gefunden habe, ist eben mein Restpolynom g von x. Das bleibt also übrig, wenn ich f von x durch x minus c dividiere. Also kann ich jetzt das so vereinfacht aufschreiben, f von x ist also x minus 1 mal dem Restpolynom g von x. Und dieses Restpolynom g von x ist ja x² plus 3x minus 10. Und jetzt
habe ich eigentlich Folgendes gemacht. Ich habe meine Angabe, mein Polynom hier, mein Polynom f, das hier, was ich eigentlich 0 setzen und lösen möchte, habe ich jetzt da in zwei Faktoren aufgespaltet. Und jetzt kann ich den Produkt-Nullsatz problemlos anwenden. Warum? Das ist linear, kann ich lösen. Das ist quadratisch, kann ich auch lösen. Also alles kein Problem mehr. Erster Fall, Produkt-Nullsatz anwenden. X minus 1 ist gleich 0. Naja, wenn x1 gleich 1 ist. Die Lösung hat man ja sowieso schon gefunden. Jetzt haben wir sie nochmal da stehen. Zweiter Fall, der rechte Faktor ist 0. Also x² plus 3x minus 10 ist gleich 0. Das ist eine quadratische Gleichung, sogar normiert. Das heißt, wir können die kleine Lösungsformel anwenden. Also x2, 3, weil x1 haben wir ja schon, ist minus 3 halbe plus minus 3 halbe zum Quadrat minus minus 10 und daraus die Wurzel. Und wenn wir das noch ausrechnen, das kriegt ihr alleine locker hin, dann kriegen wir die Lösung x2 ist gleich 2 raus und x3 ist gleich minus 5 raus. Und damit haben wir alle drei Lösungen gefunden für die ursprüngliche Gleichung x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 13x plus 10 ist gleich 0. Dann schreiben wir die Lösungsmenge noch hin. Die Lösungsmenge ist also minus 5, 1 und plus 2. Und so einfach geht's ja. Ist wirklich nicht kompliziert, weil einfach dieser Ablauf hier, wenn man das zwei, dreimal übt, ist das wirklich easy. Und das Coole ist ja, man hat die Kontrolle, es muss hier immer 0 Rest rauskommen. Warum? Weil ich hier ja dividiere durch einen Divisor, wo ich weiß, da muss drinnen stecken, weil das hier eine Lösung hier ist von der Gleichung hier. Ja? Also wirklich nicht schwer, einfach ein paar Mal üben. Davon gibt es auch eine verkürzte Variante. Da kommt wieder der Horner ins Spiel und das schauen wir uns dann im nächsten Video an.